verkacke ich das nicht so oft, weil das ist nervig. Hier durch. Okay, okay, ich schaff's. Bäh. Und der Endkampf ist zu Ende, wenn man es als Endkampf bezeichnen kann. Und ruhig, ganz ruhig. Nein, Schwesterchen. No. Spring. Okay, gut, abrollen und rette die Schwester. Rette die Schwester. Danke. Bam. Hui. Damit. Nein, noch nicht. Nein, das kann ich noch nicht sagen. Ach, wie süß. Jetzt kann ich sagen, das war Mirror's Edge. Mit dem wohl besten Abschlusslied, das es gibt. Oder wenigstens eines der besten. Lasst es auf euch wirken. Diesem final großartigen Abschlusslied endet Mirror's Edge. Mein Let's Play von Mirror's Edge. Damit natürlich auch. Und ich gebe natürlich wieder mein übliches Fazit ab zu diesem großartigen Spiel, diesem perfekten Jump'n'Run. Ein Mario in 3D. Also, ich. Ja, okay, das war übertrieben, aber es ist so. Zur Story. Ja, die Story an sich ist ja nicht wirklich so tiefgründig und so, aber wenn man betrachtet, wie lange das Spiel geht, ist die Story so weit eigentlich okay. Was bei Mirror's Edge natürlich zum Tragen kommt, ist das Gameplay natürlich, und zwar im Lag. Ja, kommt zu tragen, Lag. Nein, Mirror's Edge ist halt in Mirror's Edge. Ah, ich kann nicht mehr reden. Mirror's Edge ist in diesem Fall speziell, weil es halt ein einzigartiges Gameplay hat, was nicht viele andere Spiele haben. Oder gar keins. Oder ich kenne keins, außer Mirror's Edge 2, was nicht bald, aber irgendwann rauskommen wird. Das wurde veröffentlicht. Ja, das, Gameplay von Mirror's Edge ist halt einfach klasse. Man hat wirklich so das Gefühl, man ist Faith. Man hört, wie sie atmet, und man hat, es ist einfach dieses Gefühl, ein Runner zu sein. Das ist einfach eigentlich das, was dieses Spiel so fantastisch macht. Und da steht's, Still Alive. Dieses Abschlusslied hier, das heißt Still Alive. Geht auf YouTube, schaut es an, hört es euch an, genießt es, ohne dass ein Vollspast wie Xoneris reinredet. Weil dieses Lied ist perfekt. Ah ja, gleich zu diesem Lied kann ich kurz ganz kleinen Schleichwerbung machen. Mimi, die Dubberin oder Disney Freak X, besser bekannt, wird dieses Lied singen, und da freue ich mich ganz wahnsinnig toll drauf. Besucht sie, geht auf den Kanal. Wenn es euch gefällt, abonniert sie! Und ja, was... Ein grausamer terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind dieses Mordes angeklagte ehemalige CPS-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPS bei der Überwachung der Stadt unterstützen.
PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Ja, und da hat man es gehört, das ist fast eine perfekte Überleitung für Mirror's Edge. Also nicht perfekt, aber es lässt Platz offen für Weiteres. Darum wird es auch ein Mirror's Edge 2 geben. Das ist ja soweit auch bekannt. Ja, jetzt wird das Lied etwas ruhiger und ich kann wieder vernünftig reden. Ja, was kann ich noch zu diesem Spiel sagen? An sich ist dieses Spiel perfekt. Was etwas stört, sind die vielen Fails, aber wenn man etwas nervenstark ist, so wie Xoneris, Hust, dann geht das. Was einen vielleicht etwas nervt, sind eben, wie ich schon das ganze Spiel über geflannt habe, die Aufzüge. Die gehen einfach stundenlang. Und die Abwechslung in den Fahrstühlen ist nicht wirklich die beste. Aber das erzeugt natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen Realitätsgefühl. Ihr habt ja gesehen, wie hoch dieses verdammte Gebäude war. Und da machen solche riesigen, langen Aufzugfahrten schon irgendwie Sinn. Und was kann ich sonst noch sagen? Faith ist als Hauptcharakter natürlich unglaublich sympathisch. Und ja, ihre Schwester halt und Cell und Drake und Typ da und ja. Und ihr merkt, ich habe keine Ahnung mehr, worüber ich labern soll. Das habe ich vorhin angesprochen. Wie geht's denn nun weiter mit Xoneris und Let's Plays? Es wird insofern weitergehen, dass der Exitus-san, der war ja mit seinem PC in der Werkstatt und das Problem, was er mit seinem PC hatte, wurde behoben und darum könnte jetzt rein theoretisch Borderlands bald wieder weitergehen. Außerdem ist noch offen das Let's Play Together mit dem Sebo, also Modern Warfare 2. Da müssen wir auch mal uns wieder ransetzen und jetzt habe ich ja hier mein Einzelprojekt hiermit jetzt abgeschlossen und ich brauche jetzt ein neues. Oder ich probiere jetzt die nächsten Tage, bis hier alles hochgeladen ist, geht es ja noch eine Weile, ich lade ja nur ein Video pro Tag hoch und das wird eine Weile gehen und derzeit kann ich mal testen, wie weit Dantes Inferno denn wieder geht, weil ich habe gemerkt, viele von euch wollen das sehen. Also ich hätte nie erwartet, dass mein Dantes Inferno LP so gut ankommt. Das war ja auch mein erstes und boah, hey, danke Leute, dass ihr es sehen wollt und ich werde probieren, dass es damit bald weitergehen wird. Und ja, es gibt noch viele Projekte in Planung, die ich jetzt aber nicht verraten möchte. Ja, Hauptmenü wird geladen und wir sind wieder im Hauptmenü. Die Credits sind vorbei, das Spiel ist vorbei, das Let's Play beendet, der Xoneris ist froh. Und ihr hoffentlich auch, wenn ihr es seht. Und zu guter Letzt brauche ich eigentlich nur noch eins zu tun, ihr wisst, was es ist. Und zwar muss der gute Xoneris nur noch sagen, danke fürs Zuschauen oder Zuschauen werden. Grammatikalisch völlig beschissener Satz gerade, aber egal. Und ja, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr bleibt an meinen Videos dran und schaut die fleißig. Und natürlich schaut ihr auch ganz andere, viele andere Let's Player, tolle und so weiter. Vergesst mein 500 Abonnenten Special nicht. In einer Woche. Ja. Ja, wenn ihr rechnen könntet, dann wüsstet ihr, welches Datum ich jetzt gerade habe. Und zwar, ich sag's euch, es ist der 22.06. und zwar um 10, nee, nach 5 nach 8. Und ich mach's jetzt mal ein bisschen anders, meine Begrüßung, damit es auch nochmal jedem klar wird. Ich bin Xoneris. Das war Let's Play Mirror's Edge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und wir werden uns beim nächsten Mal ganz sicher wiedersehen. Naja, auf jeden Fall hoffe ich das. Schönen Abend, schöne Woche, schönes Leben, was auch immer. Tschö, tschö, arrivederci und
ciao, bye und adios, amigos, Abonnenten, Freunde, Zuschauer, Fans. Bye.